Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Space Haven. Ja, wir sind hier in der letzten Folge angekommen und wollen jetzt dieses Spaceship untersuchen. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Nein, doch, ihr werdet viel erleben, hoffe ich. Ich weiß es ja selber noch nicht. Aber ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und hoffe, dass du Spaß bei der Folge hast. Also, let's go. Wir nehmen uns direkt Ripley, Nauri, Dori, Daniel. Und packen sie in unseren. In unser Shuttle. Shuttle. New. Brille muss ja, weil er der einzige Arzt ist, leider zu Hause bleiben. This is not a case of self-defense. Ich kann da ja nichts für. Er sah halt mir am ähnlichsten, deswegen habe ich ihn Brille genannt. Boah, krass, Entschuldigung. Ich hoffe. Ich denke dran, das rauszuschneiden. Alter. Wie gesagt, ich bin ein bisschen. Nee, in der letzten Folge habe ich es gesagt, ich bin ein bisschen verschnupft. Also nennst du nicht übel, wenn ich etwas rumsniese, beziehungsweise ja, erkältet bin. You know what I mean? Töten! Okay. Infestation ist auf jeden Fall am Start. Zumindest ein bisschen. Ich hoffe, die haben den Alien vorhin auch mitgenommen, weil Alien Meat bringt Geld. Hier ist Stuff. Das hier ist übrigens diese Cargo-Dingens. Die kann ich zwar looten, aber glaube ich, aber ich glaube, es ist besser, dass die das dann von alleine machen. Oh oh. Bam, bam, bam. Kill everybody. Everybody who's not human. Immer noch ein paar Credits, ja. Dann gehen wir hier rein. Geht's euch denn? Geht's euch gut? Ripley, geh doch nicht alleine. Du alte Alien-Mörderin, du. Okay, boah. Aller Faller. Ja, nein, reingehen, nicht draufballern. Danke. Ah, ich glaube, mein Gefühl hat mich leider getäuscht. Oder? In dem letzten Raum. Oder vielleicht ist hier doch noch irgendwo einer versteckt. Guck mal, jetzt Wasser und Essen. Schön. Nee, leider nicht, ey, schade. Aber das ist ja nicht das letzte Derelikt. So, jetzt können wir hier wieder. Select All Transfer machen, das ist auch wieder einiges. Und du machst auch Undraft, Bro. Jetzt volle Geschwindigkeit. Sieht's hier aus? Oh, die Piraten sind auf dem Weg. Wir werden ja gleich sehen, ob die Bock haben, uns zu ärgern. Ja, müssen wir leider wieder abhauen, weil die zerfetzen uns in der Luft. Also, ich habe ja in ein paar Folgen schon mal eine Piratencrew erledigt. Das hätte ich nutzen sollen. Und die vollkommen ausnehmen. Es tut mir auch immer noch in der Seele weh, dass ich es nicht getan habe, glaub mir. Aber die hier habe ich versucht zu bekämpfen und da. Ja, alles war kaputt. Keine Chance, egal welche. Ich habe es, glaube ich, viermal versucht oder so. Und die haben acht Leute an Bord. Und sogar unsere Nauri, die Bloodlust, also weniger Surrender Rate, weniger Scared, also immun gegen Scared, immun gegen Panic ist. Die hat sogar die Hände am Ende gehoben und war fast tot. Ja, so ist das. So, wo seid ihr, meine Freunde? Okay, die gehen erstmal dahin. Das ist okay. Wenn wir Glück haben, hauen sie gleich wieder hier hoch ab. Wenn wir Pech haben, gehen sie hier runter rum. Dann müssen wir hier so rum. Wäre ein kleiner Umweg. Aber ein machbarer. Solange sie uns nicht auf den Keks gehen, sollen sie machen, was sie wollen. Ich werde auf jeden Fall fleißig transportiert. Das finde ich super. Okay, Transfer ist finished. Ah, ich würde sogar gerne mal diesmal echt so viel mitnehmen wie geht, außer Softscripts vielleicht, weil Softlocks haben wir tausende. Hier können wir auch mal dann wieder Power anmachen.
Oh, wir können noch 4 Tech-Blocks bauen. Oder 4 so Dinger vertransmutaten. Rille, was machst du eigentlich? Warum kannst du da nicht arbeiten? Hä? Was ist hier los? Erstmal alle Werte überprüfen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, testet das einfach. Ja, Komfort ist hier keiner, das ist klar. Hör mal. Ah, ich weiß nicht, die Brücke vielleicht. Ah, ist halt alles schwer. Ich bin schon zufrieden, dass hier alles so einigermaßen reinpasst. Aber dass wir noch ausbauen müssen, ist eine ganz klare Sache. Hat der Daniel aufgetankt? Ja, hat er. Okay, sehr gut. Wo fliegen unsere Freunde hin? Okay, die fliegen da rum. Hoffentlich machen sie nicht hier so. Aber bis dahin sollten wir hoffentlich fertig sein. Wo bleibt das Schiff? Leute, geht nach Hause, Pause. Brille am Zocken wieder. Leider passiert da nichts auf dem Bildschirm, aber das wird wahrscheinlich schwer zu machen sein. Ach, trotzdem tolles Spiel, ich mag's einfach. Ja, hier, da soll ja noch eine Toilette rein, eigentlich, aber ich weiß gar nicht, ob das so notwendig ist, ob ich das nicht vielleicht anderweitig nutzen sollte. Ey, was habe ich denn jetzt hier? So, ab in eine Falle mit euch. So, Dori war Minimalist. Also, eh ist das sowieso egal, wie klein ihr Zimmer ist. Hauptsache, ich schlaf auch drin. Und ja. Die anderen sind ja bis jetzt auch nicht gerade mega unzufrieden. Also komforttechnisch könnte es auf jeden Fall schlimmer sein. So, wir haben noch Essen, wir haben noch Fruits, wir haben, boah, wir haben eigentlich einiges. Das passt schon. Make yourself some food, baby. Ah, guck mal, da geht's ab. Essensproduktion ist da. Ach, guck. Dafür, dass sie vor kurzem noch fast verhungert sind. Gucken wir nochmal, wo sind sie? Noch sind sie da. Gucken wir nochmal, sind sie immer noch da? Ja, die wissen anscheinend gerade nicht wohin. Soll mir auch recht sein. Oh, bin immer noch auf Vorpilgeschwindigkeit. Nix Pause, arbeiten. Pausenzeit ist gleich erst in 2 Stunden, Fräuleins. Hör mal. So ja nicht. So ja nicht. Oh, insufficient available resource. Ja. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Production resource. Wow. Energy set. Nee. Und der hier? Der kostet. Ach, wir haben 9 Tech-Blocks. Ja, komm. Was soll der Geiz, ne? Würde ich sagen, dann, geh mal her. Oder was meint ihr? Ich finde, was man kann, soll man bauen. Ich hoffe, unsere Energie reicht dann überhaupt, aber ich denke schon. Vielleicht baue ich irgendwann hier vorne noch irgendwo einen an. Was ich übrigens super fände, wenn man das Raumschiff ausbaut, dass man aussuchen kann, ob die Wände stehen bleiben oder nicht. Oder vielleicht gibt es da ja einen Trick. Wenn ja, haut raus. I want to know. So, gibt es hier noch was? Oder habt ihr alles? Zahlwaage.
Bisschen ist da noch. So. Die sind immer noch da. Ja, ich weiß. Object not on power grid. Das müssen wir dann auch gleich noch power. Machen wir mal hier hinten erstmal. Das kann man ja immer noch verschieben. Guck mal, wie geil. So, was brauchen wir hier? Ah, haben wir. Machen wir 5. So, was brauchen wir hier? Machen wir 5. So. So. Wie toll. Ich überlege schon fast. Warte mal. Ship, Weapon, Weapon. Ob wir. Ah, wir haben nicht genug Energy Blocks, okay. Dann hätte ich überlegt, ob wir vielleicht einen Shield Generator noch bauen. Noch einen zweiten, weil der echt schnell weg war. Also mit zwei Kanonen hat das gerade so, obwohl ich meine Leute sogar schon in dem Versuch, die Piraten platt zu machen, in mein Raumschiff steigen lassen habe, bevor die Piraten da waren und sofort rüber geflogen bin, müsst ihr euch vorstellen, mein Schild war weg. Bevor das Schild, das Schiff richtig aus dem Hangar rauskam. Also die Hülle war zur Hälfte zerstört, bis meine Leute am Schiff ankamen. Dann haben die zwar aufgehört zu ballern, aber innen drin waren halt 8 Leute oder 9 und ja, wobei, wenn du da mit 4 Leuten reingehst, also schon heftig. Muss ich echt sagen. So Leute, Arbeit, Arbeit. Ich guck nochmal paranoiderweise. Die sind immer noch da, okay, Bros. Do your thing. So, jetzt hatten wir hier noch Production Resource und glaub, uns fehlt nur noch. Was ist das hier? Fabrics from Fibers. Was sind Fabrics? Fabrics. Weiß ich gar nicht. Und Assembler macht Hullblocks, Infrablocks, Softblocks. Ne, das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen aber den. Den hier, den will ich haben. So. Ach, ich verdrück mich immer. Hallo Schatz, Dori ist gerade nach Hause gekommen. Baut, meine Freunde, baut. So, und du kannst dich jetzt erstmal. Ah ne, das ist noch gar nicht fertig. Doch, das ist fertig. Okay, Schlafenszeit, dann Schlafenszeit. Können wir nochmal kurz überprüfen, wo die Piraten sich so aufhalten. Aber die haben wohl Bock, Urlaub zu machen in einem System, wo keiner langfliegt. Das ist cool. Oder auch nicht, weil wir da ernten wollen. Also wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die darauf warten, dass wir da ernten. Vielleicht hat die KI unser Schema erkannt. Wer weiß. So, da aufstehen, Kaffee trinken, zocken. Wupp, oh, jetzt habt ihr gar nichts gegessen, ne, Jungs? So, und Mädels. Links. Zack, Bums. And we got energy! Isn't it beautiful? Oh yeah. Do your work. Ich glaube halt nicht, dass sie jetzt hier noch viel abbauen werden. Aber lassen wir sie mal kurz noch aufbauen. Wir müssten eigentlich alles da haben, oder? Ja, die Tech-Blocks sind da. Infra-Blocks haben wir auch noch. Und einen Energy-Block. Also sollte passen. Wir haben auch noch ein bisschen Chemie zu verarbeiten, glaube ich, ne? Ja, machen wir auch noch. Puff. Puff. Arbeitet einfach. Ah, ja. Und das tun sie ja ganz gut. Unsere Fleißigen. Halb.
Body Temperature? Warte mal. Ja, hier ist die warm. War die gerade bestimmt im Energie, im Generatorraum? So, ist das Ding hier jetzt fertig? Ja. Okay, das braucht. Ach du Heilige. Warte mal. Dann machen wir mal. Machen wir nur 4. Und hiervon machen wir nochmal 5. Läuft, aber wir haben die Produktion am Laufen, Leute. Wir können echt alles selber produzieren. Zumindest fast alles. Aber das, was wir produzieren können, reicht uns. Theoretisch. Dann sollten wir auch, guck mal. Oh, Fire! Space Brille 591. Feuer im Maschinenraum. Mal nicht in der Küche zur Abwechslung. Auch was Schönes. Es wäre aber toll, wenn ihr euch rettet. Danke. Hier machen wir kurz den Vent zu. Ich muss nur dran denken, ihn wieder anzumachen. Sobald das hier ein bisschen ausgegast ist. Boah, Nauri! Nauri, was ist denn los mit dir? Alter! Some health problems. Feeling hungry. First degree burn. Ach du Kacke. Nauri. Go into the bed. Please. Ja, krass. Das ist das erste Mal, dass ich Verbrennung kriege hier. Also, jemand Verbrennung gekriegt hat. Heftig. Ich sollte hier vielleicht noch ein Licht hinbauen. Das wäre, glaube ich, keine. Boah, habe ich mich erschrocken. Incoming Ship next turn. Aber sind nicht die Piraten? Das ist schön. Machen wir mal hier noch so ein Licht rein. Bams. Because we can. Baut ihr hier eigentlich noch ab? Ja. Danke, Ripley. Sehr lieb von dir. Okay. Dann sollen sie mal machen. Wir haben auf jeden Fall jetzt genug Essen. Also theoretisch bräuchte man gar nicht so einen Raum für die Pflanzen, weil die sich halt selber eine Atmosphäre beschaffen und dadurch ganz gut laufen, egal wo ihr die hinstellt. Sei denn, es ist, glaube ich, zu kalt. I'm not sure about that. Also theoretisch könnt ihr den Platz sparen und die einfach hier im Gang aufstellen. Natürlich hat ein gutes Raumschiff für alles einen Raum. Ist ja klar. Ne? Sonst wäre es ja kein Raum. Schiff. Okay, der war schlecht. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Takashi's Castle Collider. Cool. Takeshi's Castle hieß das ja. Verdammt. So, Neutrade. What do you have for me? Will ich überhaupt was von dem? Haben wir Monster Meat? Warum haben wir kein Monster Meat? Ich verstehe das nicht. Ja, egal. Dann nehmen wir jetzt. Brauchen wir das? Ja, Wasser brauchen wir immer. Passt. Läuft, passt. Alles gut. Und da schlafen sie wieder. Ja, und da wachen sie auf, tanzen nochmal fröhlich und zocken und zocken. Und ich würde sagen, die Folge ist am Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, haut doch ein Like und einen Kommentar raus. Würde mich mega freuen. Und dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal. Euer Brille.